Eine wichtige Eigenschaft einer Matrix hat den Namen Rang. Sie erinnern sich, wir hatten auch linearen Gleichungssystemen einen Rang zugeordnet und wir werden gleich sehen, dass das eigentlich ein und dasselbe ist. Aber der Rang einer Matrix. Zunächst mal, worum geht's? Gucken Sie sich die Beispiele hier unten an. Wir haben eine Reihe von Matrizen. Ich habe sie jetzt wenig originell alle A genannt. Aber wenn wir uns mal die zweite hier angucken, dann sehen wir, die Spaltenvektoren sind alle gleich. Ja, das heißt, wie viele linear unabhängige Spaltenvektoren kann ich mir da raussuchen? Maximal einen. Ne? Wenn ich, sobald ich mehr in dieser Matrix nehme als einen, habe ich linear abhängige Vektoren. Das ist ja jedes Mal derselbe. Wie sieht es aus bei der dritten Matrix? Da haben wir hier, machen wir es mal so, ich markiere in blau die dann linear abhängig sind. Der Vektor hier für sich selber genommen ist linear unabhängig, aber der zweite ist der Nullvektor, also wieder linear abhängig, die beiden Spaltenvektoren. Erste Matrix, da habe ich hier den Vektor 1, 0, 0. Dann sehen wir sofort, der Vektor 0, 1, 0, die beiden sind linear unabhängig. Und auch den dritten kann ich nicht aus den ersten beiden zusammenbauen, weil der hat hier ja noch die 1. Also der dritte ist auch linear unabhängig. Ich habe hier also drei linear unabhängige Spaltenvektoren. Genauso in dem dritten, in dem letzten Beispiel. 1, 2, 3 und 3, 2, 1, das sind, die sind nicht kolinear. Na, ich kann nicht den einen als ein Vielfaches von dem anderen schreiben. Also sind auch die beiden wieder linear unabhängig. Wir sehen also, die Anzahl der linear unabhängigen Spaltenvektoren ist eine Eigenschaft, die wir bei einer Matrix feststellen können und die spielt eine ganz wichtige Rolle. Das ist nämlich nichts anderes als der Rang einer Matrix. Definition. Die Eigenschaft, die wir hier unten festgestellt haben, nämlich die maximale Anzahl linear unabhängiger Spaltenvektoren, das ist genau dieser Rang der Matrix A. Also, wenn ich die Matrix hier oben nochmal schreibe als Spaltenvektor 1, Spaltenvektor 2 bis Spaltenvektor n, dann ist die maximale Anzahl von diesen Vektoren, die ich mir rauspicken kann, sodass diese Vektoren linear unabhängig sind, das nennen wir den Rang. Also in unseren Beispielen hier unten, hier in der ersten, für die erste Matrix ist der Rang gleich 3. Hier ein linear unabhängiger Spaltenvektor, der Rang ist 1. Hier genauso. Und hier in dem letzten Beispiel, der Rang von A ist 2. Zwei linear unabhängige Spaltenvektoren. Was wir hier auch sehr schön sehen können, wenn wir eine Matrix haben, die in ihrer Form dieser Stufenform von einem LGS entspricht, dann können wir den Rang sofort ablesen. Nur mit jedem Eintrag, der hier dazukommt auf den Diagonalen, wächst der Rang um 1 an, weil dadurch, dass hier die Nullen stehen, können wir uns sicher sein, dass diese Vektoren, wenn ein Element dazukommt, dass die dann auf jeden Fall linear unabhängig sind. Das Schöne ist, der Rang einer Matrix ändert sich nicht, wenn ich Zeilen addiere oder mit einem Vielfachen einer anderen Zeile dazu addiere. Das heißt, wir können uns das gaussische Eliminationsverfahren zunutze machen, um den Rang einer Matrix zu bestimmen, nämlich indem wir den Rang
des zugehörigen LGS bestimmen. Es gilt, das halte ich nochmal fest, der Rang von A ist gleich dem Rang des LGS AX gleich 0. Die rechte Seite spielt an der Stelle überhaupt keine Rolle, deswegen setzt man da den Nullvektor ein. Wir halten also fest, wenn ich von einer Matrix den Rang bestimmen will, ist eine Möglichkeit, ich stelle das LGS AX gleich 0 auf und bestimme davon den Rang. Das schauen wir uns an einem Beispiel an. Ich habe es schon mal reingeschrieben. Diese Matrix A, 4 Zeilen, 3 Spalten. Wie groß ist der Rang? Oder was hat diese Matrix für einen Rang? Was können wir uns zunächst schon mal überlegen? Wie groß ist der Rang? Maximal, klar, mehr als 3 Vektoren haben wir nicht. Wir können also schon mal festhalten, der Rang von A ist kleiner gleich 3. Wenn wir es genauer wissen wollen, dann müssen wir den Rang des zugehörigen LGS bestimmen. X1, X2, X3, 1. Ich schreibe es hier mal ab. 3, 1, 6, 0. Da steht's als LGS aufgeschrieben. Letztlich ist das ja nichts anderes als die Zahlen, die da in der Matrix stehen, nochmal in unser Gauss-Schema aufgeschrieben oder in das Schema, das wir für das Gauss-Verfahren verwenden. Erster Schritt, unser Ziel ist es, alles unterhalb von der ersten 3 hier wegzubekommen. Also diese 6 stört uns und diese minus 3 stört uns. Die erste Zeile tun wir übernehmen. 3, 1, 6, 0. Und dann für die zweite Zeile ziehen wir zweimal die erste Zeile ab. Dann steht hier 0, minus 1, minus 9. Und die 0, das ist ja immer einfach dann, wenn wir die 0 rechts stehen haben. Die dritte Zeile können wir abschreiben. 0, 3, 27, 0. Und für die letzte Zeile, da addieren wir die erste drauf. Dann haben wir da die 0 stehen. 5, 39 und 6 sind 45. Und auf der rechten Seite die 0. Jetzt Stufenform, erster Schritt geschafft, zweiter Schritt, wir wollen hier noch eins runter. Und uns stören die 3 und die 5. Die beiden Zeilen drüber können wir übernehmen. Und um dann diese 3 loszuwerden, addieren wir 3 mal die zweite Zeile dazu, plus 3 mal Zeile 2. Dann steht hier 0, 0, 3 mal 9 ist 27, minus 27 plus 27 ist 0. Das fällt also schon mal komplett raus. Und dann für die letzte Zeile plus 5 mal Zeile 2, da steht 0, das muss 0 sein. 9 mal 5 ist 45, minus plus 45 ist auch wieder 0. Das heißt, in unserer Stufenform gibt es genau 2 Zeilen, bei denen links vom Gleichheitszeichen irgendwas ungleich 0 steht. Das heißt, der Rang des linearen Gleichungssystems ist 2. Und wir haben vorhin gesagt, der Rang des LGS ist gleich dem Rang dieser Koeffizientenmatrix. Und deswegen haben wir auch rausbekommen,
der Rang dieser Matrix A ist auch 2. Jetzt habe ich es hier nochmal ein bisschen hübscher arrangiert. Wie sind wir vorgegangen? Die Matrix A übersetzt in dieses LGS hier, auf das LGS gaußsche Eliminationsverfahren angewendet, rausbekommen. Hier unten gibt es 2 Zeilen, bei denen links nur Nullen stehen. 2 bleiben übrig, soll heißen, der Rang des LGS ist 2 und damit ist auch der Rang der Matrix gleich 2, weil Rang LGS ist gleich Rang der Koeffizientenmatrix. Jetzt kann man sich noch Gedanken machen über die Eigenschaften der Matrix A und die Eigenschaften der Abbildung LA. Dabei interessiert uns insbesondere, ob LA injektiv ist. Ja, LA ist injektiv, wenn wir nie für verschiedene Funktionsparameter das gleiche Ergebnis bekommen. Und das ist dann der Fall, wenn alle Spaltenvektoren linear unabhängig sind. Also LA injektiv ist gleichbedeutend damit, dass der Rang der Matrix A gleich n ist. Wie sieht es aus mit der Surjektivität? Surjektiv heißt ja, dass ich jedes Element der Bildmenge, also jedes Element des R hoch m, darstellen kann als Produkt der Matrix A mit einem Vektor x. Das heißt, es muss gelten, der Rang von A muss gleich m sein. Ja? Wann ist jetzt LA bijektiv? Wenn es injektiv und surjektiv ist, LA bijektiv, das heißt, der Rang von A muss sowohl gleich n als auch gleich m sein. Das ist der Fall, wenn A quadratisch ist. Und der Rang von A gleich der Anzahl der Spalten dieser quadratischen Matrix. Das ist jetzt die Kurzfassung. Wenn Sie das ausführlich nochmal erklärt und begründet haben wollen, dann gucken Sie bitte ins Skript.